Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Natalie Nord Beauty. Ich heiße Natalie, heute vor der Arbeit, ich habe ein bisschen Zeit und ich habe gedacht, benutze ich diese Zeit ein bisschen produktiv und zeige euch einige Produkte, die ich habe schon aufgebraucht. Und heute, ich denke, das beste Zeit, ich hoffe, dass dieses Video wird nicht lange dauert und ich schaffe das alles euch zeigen und erzählen. Also, es geht um Vitamine und Tabletten, die unterstützen unsere Gesundheit und unsere Körperzellen und helfen uns, damit wir lange schön bleiben, hübsch bleiben. Also, ich würde sagen, das ist Schönheitstabletten. Ja, ich habe die schon seit Herbst angefangen zu benutzen. Alles, was ihr hier seht, diese Verpackung, das ist schon, alle Packungen schon leer sind. Deswegen kriegt ihr ehrliche, volle Review von mir, meine ehrliche Meinung, ob das wirklich hat etwas gebracht. Ich wollte euch bitten, bevor ich würde anfangen, wenn jemanden hat davon etwas auch probiert, was ich wollte euch heute zeigen, lest ihr bitte einen Kommentar, einen Feedback, ob das hat euch geholfen, also eure Meinung. Ich würde anfangen mit einem Produkt, den ich nehme schon seit 1,5 oder 2 Jahren ungefähr. Also diese Produkte, ich kaufe von gleicher Marke immer nach und nach, weil ich merke immer, ich sehe Wirkung. Ich sehe, dass mein Immunitätssystem ist besser geworden. Und das geht um Vitamin C 1000, also das ist die höchste Dosierung. Hier sind 90 Tabletten und die Marke heißt Pure. Also kann ich euch nicht genau sagen, wie man das würde aussprechen. Und diese Tablette kann man kaufen in Apotheke und im Internet. Ich kaufe immer nach und nach im Internet. Kann ich nicht sagen, wo es günstiger, vermute ich im Internet immer günstig ist. Habe ich schon neue nachgekauft, mir große jetzt Packung mit 250 Tabletten. Wir nehmen, ganze Familie nimmt diese Tablette, wir versuchen das, eine Tablette am Tag nehmen, am besten das während Essen, aber ab und zu ich nehme das einfach nur abends zum Beispiel, ja, vor dem Schlafen. Also warum ich kaufe immer diese Tabletten, weil ich habe immer Wirkung gemerkt, besonders wenn ich bin erkältet, dann nehme ich zum Beispiel eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Ja, das ist ganz starke Dosierung, aber dann am nächsten Tag, ich fühle mich mehr fit. Ich war zum Beispiel in der Ukraine vor kurzem, muss ich fliegen nach Deutschland und Tag vor dem Abflug, ich lag im Bett mit Fieber 38, 39 und eine meiner Kollegin aus YouTube hat mir geschrieben, nimmst du 3 Tabletten mit dieser Dosierung 1000. Es ist natürlich ja eine Pferdedosierung. Ich sage euch auf keinen Fall, dass ihr solltet das nachmachen. Es ist nicht meine Empfehlung, es ist meine einfach nur Erfahrung. Das war natürlich, ja, ich habe mir gedacht, oh Gott, ich muss am nächsten Tag fliegen. Ich fühle mich nicht gut überhaupt und ich habe mich gefragt, was soll ich machen? Ich muss am nächsten Tag fliegen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich diese Tablette trotzdem, versuche ich diese 3 Tabletten nehmen. Ich habe mir gedacht, was kann passieren, ja? Mehr als dass einfach nur diese Vitamin C wurde mit meinen Nieren, ja, so alles abgewaschen wird, ich denke, nichts Schlimmes passiert. Ja. An diesem Abend, ich habe noch Paracetamol genommen. Mein Fieber war später runtergegangen. Am nächsten Tag, mein Hals, meine Nase, meine, so, alles war zu. Aber körperlich, ich fühle, ich habe mich so viel besser gefühlt. Ich konnte fliegen. Ich habe nicht dieses Gefühl, dass ich wollte mich hinlegen, dass ich will schlafen, dass Energie nicht da, dass ich kaputt bin oder ja, Fieber war nicht mehr da. Also ich vermute, das hat wirklich sehr gut geholfen. Es war wirklich Gefühl, dass Energie ist wieder da. Was ist normalerweise nach solchen Fieber, ja, ganz Gegenteil, man fühlt sich total kaputt. Dieses Produkt kann ich euch empfehlen, von ganzem Herz wirklich, das benutzen wir, ganze Familie benutzt, benutzt schon meine Familie in der Ukraine auch. Ja, sorry, meine Härchen klein, ich habe heute Haare gewaschen. Also meine Familie benutzt in der Ukraine auch dieses Produkt und sie haben auch gemerkt, dass das wirkt. Nächstes Produkt, was ich wollte euch präsentieren, das ist ein Produkt aus Apotheke. So, hier 3 Verpackungen. Ich habe das extra alle 3 behalten, damit ich euch ja das alles zeigen kann, dass ich habe wirklich alle schon benutzt, wie das wurde empfohlen als einen Kurs.
oder eine Kur. Und ich habe wirklich das alles benutzt. Das ist eine Elastin. Also das ist Kollagenpeptide, Acerolfrucht und Vitamine und Zink. Ich habe dieses Produkt erste Mal in einer Zeitschrift gesehen. Das war einfach nur Werbung. Hat mich sehr interessiert und ich wollte das probieren. Also eine Packung, je nachdem, in welcher Apotheke ihr kauft, kostet ungefähr 70 Euro. Also das ist wirklich teuer Vergnügen. Ja, habe ich selber nicht gedacht. Aber ich weiß, dass günstige Kollagen normalerweise bringt nichts. Hier in einer Verpackung 28 Trinkampullen. Das wollte ich euch zeigen, wie sieht das aus. Genau, so sieht das Packung drinnen aus. Und diese Ampulle, das ist aus Plastik mit dunklere Farbe, also ein bisschen Schutz gegen Licht. Ja, das ist ein flüssiges Produkt. Den muss man jeden Morgen vor dem Essen einfach jeden Morgen trinken. Ein Kur, das ist 3 Monate. Die Hersteller versprochen, dass nach 3 Monaten wir werden ein Resultat merken. Hersteller verspricht uns Hautfeuchtigkeit, Hautelastizität und feines Hautbild. Hier gibt es Kollagenpeptiden, hier gibt es Zink, Vitamin C. Wenn ihr Zink zum Beispiel auch extra nehmt als Vitamin, dann ich würde empfehlen, vielleicht doch das nicht machen, weil zu viel Zink in unserem Körper brauchen wir auch nicht. Das ist auch nicht so gut. Deswegen, wenn ihr wolltet eine Kur machen und ihr nehmt dieses Produkt, dann würde ich erstmal von zusätzlichem Zink einfach nur verzichten. Hier noch gibt es Vitamin E und Biotin. Im ganz, ganz kleine Dosierung. Deswegen, wenn ihr zusätzlich nehmt Biotin oder Vitamin E, dann wird das, ich denke, nicht schaden. Normalerweise Biotin, es ist auch sehr, sehr gutes Produkt für unsere Haut. Aber gibt es Leute, die zum Beispiel reagieren auf Biotin so, dass man kriegt Pickel auf der Haut. Ihr solltet immer natürlich probieren, bevor ihr kauft Biotin extra mit höherer zum Beispiel Dosierung. Hier Biotin ist so niedrig, dass ich denke, auch wenn ihr allergisch sind oder reagiert ganz empfindlich auf Biotin, dann werdet ihr nichts merken. Das ist ein flüssiges Produkt, schmeckt ein bisschen nach Himbeer, ein bisschen sauer und sehr süßlich. Also ganz lecker. Mein Tag fängt immer, egal, nehme ich Kollagen, nicht nehme, fängt immer mit einem Glas Wasser an. Dann trinke ich diese Kollagen, mache ich Abstand, halbe Stunde, eine Stunde vor dem Essen und dann kann ich Essen anfangen. Und das mache ich jeden Tag, ohne Pause zu machen. Also das ist eine Kur für 28 Tage und dann fängt mit nächste Packung an. Wenn ihr wolltet wirklich einen Kur machen, dann macht ihr wirklich alle 3 Monate ohne Pause. Was habe ich selber gemerkt? Ganz ehrlich, ich habe keine Wunder gemerkt. Ich habe versucht, auf mein Gesicht gucken, auf meinen Körper gucken, was wird passiert. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man sieht sich jeden Tag, dann merkt man keinen großen Unterschied. Aber das kann ich sagen, wow, ich bin jünger geworden. Nein. Das Einzige, was ich denke, dass ich merke, weiß ich nicht, oder vielleicht ich bilde mich selber das an, dass meine Falten hier sind nicht so ganz tief wie früher, nicht so ganz scharf hier. Ich habe einmal Zeit gehabt, dass meine Falten hier ein bisschen scharf geworden. Ich habe vergessen, vor 2 oder 3 Jahren, ich habe hier Hyaluron spritzen lassen. Aber natürlich ist schon so lange her, deswegen es ist schon alles weg. Aber wenn ich vergleiche Bilder damals und jetzt, vielleicht ich bilde mir selber das, aber ich habe Gefühl, dass es ist nicht so, diese Falten sind nicht so scharf bei mir. Na gut, was ich habe noch vielleicht gemerkt, dass einmal ich habe plötzlich im Spiegel beim Zähneputzen auf meine Dekolleté, ich habe gemerkt, dass Haut war so glatt und irgendwie so schön. Ich kann euch nicht 100% sagen, ob hängt davon ab, ist es das wirklich, hat sich wirklich meine Haut geändert oder fantasiere ich? Schwer zu sagen. Meine Philosophie ist so: Wir werden nicht jünger und diese alle Produkte einfach nur helfen uns,
um unsere Körper ein bisschen unterstützen, unsere Zellen, damit dieser Alterungsprozess wird nicht so ganz scharf und deutlich. Das ist wie eine Prophylaktikum. Wir können nicht Uhrzeichen ja, zurückdrehen, aber vielleicht, dass wir ein bisschen Zeit können, ein bisschen mehr so langsamer machen für unsere diese ja, Alterungsprozess. Vielleicht, das ist meine Philosophie, dass damit können wir helfen. Es ist kein wirklich Wunderprodukt, der könnten euch am nächsten Tag, dass ihr werdet wach und ihr seid 10 Jahre jünger. Das glaube ich selber nicht, aber ich glaube, dass diese Produkte helfen uns, unterstützt uns einfach. Selber Vitamin C, das ist ein starkes Anti-Age-Produkt, die hilft unsere Zellen gegen Oxidierungsprozess. Zum Beispiel, wenn ich benutze Creme mit Vitamin C, ich sehe, wie Pickelchen auf meiner Haut wird schneller heilen, wie schneller wird austrocknen und einfach nur weggehen. Was habe ich auch gemerkt, was hat auch sich geändert auf meiner Haut oder mit meiner Haut? Das ist die mit Feuchtigkeit. Zum Beispiel früher, das bedeutet ungefähr vielleicht vor einem Jahr, ich habe nachdem mein Gesicht mit Wasser abwaschen, Gefühl auf dem Gesicht, ich muss sofort Creme auftragen, weil Gesicht war so schnell ausgetrocknet. Letzte Zeit, nachdem mich abwaschen, ich könnte zum Beispiel auch eine Stunde ohne Creme sein. Und ich habe mich normal gefühlt. Ich habe nicht dieses Gefühl, dass ja, das Gesicht mein zusammenzieht. Also, ob das wirklich damit zusammenhält, kann ich euch nicht 100% bestätigen. Einzige, was ich kann euch sagen, dieses Produkt, ich würde nachkaufen. Und was ich habe für mich verstanden, ich muss das nehmen immer. Ein Kur 3 Monate, dann kann ich zum Beispiel einen Monat Pause machen, aber wieder und wieder zum Kollagen zurückkommen. Das ist alles nicht dieses Produkt, der würde im Körper sich speichern und zum Beispiel lange bleiben, um dass ich ja, dass ich jung bleibe. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Diese alle Produkte, die unterstützen uns, während ich denke, wie diese Produkte annehmen. Wenn wir aufhören mit diesen Produkten annehmen, dann unser Körper geht weiter, gibt Gas weiter, so, alt zu werden. Das ist wie mit Creme. Habt ihr aufgehört, gute Creme benutzen? Ja. Dann wieder Probleme sind da. Wieder angefangen, dann wieder ihr merkt diese Verbesserung. Also das sind Produkte, die sollen mich immer begleiten. Aber das ist natürlich meine eigene Philosophie. Und was ich auch gemerkt habe, das ist was wirklich auch sehr interessant. Normalerweise zum Ende Winter, Anfang Frühjahr, ich verliere ganz stark Haare. Es ist natürlich noch, es ist nicht noch ganz Frühling. Obwohl es schon Sonne scheint, die letzten Tage sind so wunderschön, aber meine Haare haben sich geändert. Ich sehe immer, ihr seht auch bestimmt, ich sehe immer, dass meine kleinen Haare immer nachwachsen. Ich merke, dass ich habe wirklich volle Kopf. Es ist nicht wie früher. Zum Beispiel diese Stelle, ihr könnt selber sehen, die sind voll hier, Haare immer nachwachsen. Also ich leide nicht, dass ich wenige Haare habe. Muss ich irgendwo auf dem Holz klopfen, ja? Also ich denke, dass alles zusammen doch wirkt. Wie gesagt, es ist nicht Wunder, dass ihr nehmt und dann zum Beispiel auch nach 3 Monaten sagt, ihr merkt, wow, Haare sind voll, die Feuchtigkeit auf eurer Haut. Das ist nicht, wie gesagt, nicht eine Wunder. Ich vermute, das ist ein langer Prozess mit Geldinvestition und natürlich eure Geduldinvestition. Ich bin natürlich sehr oft letzte Zeit bei meinen Friseuren. Ich schneide meine Spitze ab. Früher ich habe das selten gemacht und das, denke ich, hilft mir auch natürlich, dass meine Haare besser wachsen, dass sie mehr gesund wachsen. Und noch ein Produkt aus der Apotheke, Pantavegan, das ist Vitaminen gegen Haarausfall. Die haben mir meine Hautarzt empfohlen und ich war wirklich mit diesen Vitaminen sehr zufrieden. Diese Vitamine nehme ich sehr oft, zum Beispiel als Prophylaktikum im Frühjahr oder im Herbst. Und natürlich, wenn ich habe sehr starke Haarausfall, muss man nehmen eine Kapsel dreimal täglich und eine Kapsel enthält 20 Milligramm Keratin. Und ich zeige euch jetzt noch ein Produkt, der hat mich, ich hoffe, auch geholfen. Das ist Silizia aus der Apotheke.
im Gelkapsel. Also gibt es Gel, aber so dieses flüssige Produkt, und gibt es als Kapsel. Ich kaufe mir immer als Kapsel, weil ich finde, das ist immer praktisch zum Beispiel mitzunehmen. Ich habe das in Apotheke Pinguin gekauft und das hat mir 40,99 € gekostet. Ich denke, je nachdem, welche Apotheke ihr das kauft. Das ist mit Biotin und auch mit Vitaminen. Zink hier gibt es, Mangan, Selen, Silizium, Salz. Ihr seht, hier gibt es auch Zink. Natürlich, das ist auch kleine Dosierung, aber während ich diese Produkte nehme, die enthalten Zink, ich nehme keine Zinkvitaminen zusätzlich. Zinkvitamin, es ist auch sehr, sehr gutes Produkt. Also das ist für Immunsystem sehr, sehr gut. Also, was ist das für ein Produkt? Das ist eine Kieselsteine, das verbessert unser Hautbild. Sehr gut für Nägel und für Haare. Ihr seht wieder für die Haare, deswegen kann ich nicht sagen, war das Kollagen Ursache, dass meine Haare doch gut besser geworden oder die Silizia. Das ist Produkt, der sehr gut für unsere Bindegewebe. Ich habe dieses Produkt nicht parallel mit Kollagen zusammengenommen. Ich habe einfach nur vor dem Kollagen genommen. Dann habe ich Kollagen 3 Monate durch und dann wieder dieses Produkt. Also der würde mich auch immer und immer begleiten. Ich würde ihn immer, immer nehmen. Also je nachdem natürlich. Wenn ich habe zusätzliche Geld, dann kann ich dieses Produkt zum Beispiel ja öfters kaufen. Ja, wenn ich zum Beispiel Kollagen kaufe, ihr seht, das alles ist so teuer, dann würde ich natürlich das zum Abwechseln nehmen. Man kann das auch parallel nehmen. Ich wollte euch noch sagen, was enthält noch dieses Produkt? Salz, Biotin, Zink, Mangan, Selen und Silizium. Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei. Mangan trägt zu einem normalen Bindegewebesbild bei. Selen trägt zur Erhaltung normaler Haare und Nägel bei. Und Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei. Übrigens, Biotin wollte ich mir auch einmal kaufen, extra und probieren, aber kleine Dosierung. Ich wollte erst mal probieren, wie meine Haut wird auf Biotin reagiert. Diese Verpackung enthält 90 Kapseln. Für eine Kur, ihr braucht 3 Monate das annehmen. Eine Packung, es wird reich, damit euer Körper wirklich merkt diese Resultate, auch wenn ihr selber das nicht merkt. Ich würde sagen, dass ich würde nehmen, mit kleinem Abstand, vielleicht 1 Monat Pause, und würde ich wieder mir wieder und wieder nachkaufen. Auch wenn ich nicht Resultat sehe, ich weiß, dass das ist Naturprodukt, das ist wirklich für unseren Körper sehr, sehr gutes Produkt. Es ist nicht, dass ihr habt 3 Monate das benutzt und dann, ja, dann Beine hoch und denkt sich so, jetzt kann ich mich entspannen. Leider nein, leider Zeit läuft und wir brauchen Unterstützung jeden Tag von dieser Sache. Es ist keine Botox, es ist keine Wundermittel, den kann man spritzen und sagen, also jetzt 3 Monate zum Beispiel ohne Falten kann ich leben. Also das ist kein Botox, das ist Naturprodukt. Zink 30 von gleicher Marke Pure. Was ich habe euch Vitamin C gezeigt. Hier sind 60 Kapseln. Ich nehme eine Kapsel am Tag. Zink soll man nicht permanent nehmen wie Vitamin C nonstop. Zink man soll nehmen als Unterstützung für Immunsystem, besonders in Winterzeit, wenn man erkältet ist, oder im Frühjahr als Prophylaktikum. Zink wurde auch von Ärzten empfohlen für die Leute, die leiden gegen Herpes. Zink funktioniert besonders sehr gut zusammen mit Vitamin C, also zusammen in ein Paar. Ihr habt schon bestimmt sehr oft gesehen, in Drogerie oder in Apotheke, auf der Verpackung steht Vitamin C plus Zink. Die beiden sind sehr starke Immunsystemunterstützung und Zink auch sehr gut für Haare und für das Haut. Noch ein Produkt, was ich habe mir auch gerade vor kurzem leer gemacht, das ist Vitamin E. Habe ich bei DM, ich denke, oder bei Rossmann gekauft, kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. Also diese Vitamin, ich kann euch nur empfehlen, es ist eine starke Oxidant und ich empfehle euch, nehmen das zusammen mit Vitamin C. Ich habe gelesen, dass die sollte wirklich am besten im Paar zusammengenommen werden, also Vitamin C und Vitamin E. Ich habe das bei DM gekauft, einfach so, damit ich kann zusammen annehmen, aus finanzieller Grund, aber so aus finanzieller Grund, dass ich habe nicht in der Apotheke gekauft, aber ich würde euch trotzdem empfehlen,
alle Vitamine in Apotheke kaufen, weil sie da Dosierung ist viel besser. Normalerweise DM und Rossmann da sind, Dosierung ist zu klein. Deswegen zum Beispiel von diesem Vitamin E, Körper wird unterstützend haben. Ihr werdet das natürlich bekommen, Vitamin E, aber das ist nicht diese Dosierung, was braucht wirklich jeden Tag euer Körper. Also als nächstes Mal, ich würde gerne das doch in Apotheke kaufen. Gibt es eine Marke, die ich wollte auf jeden Fall probieren irgendwann? Ich würde euch auch erzählen und zeigen. Also wie gesagt, das kann ich euch auch empfehlen zusammen. Und das letzte Produkt, Entschuldigung, jetzt ich habe Gas gegeben, ich muss schon bald gehen. Also das letzte Produkt, das ist wieder Kollagen von Rossmann. Das ist von dieser Doppelherz. Ich habe mir einfach nur dieses Produkt gekauft, wieder weil, ja, dafür ich habe nicht so viel Geld und ich habe mir gedacht, besser als nichts, ich nehme das. Ich weiß, das wird fast nichts bringen, obwohl hier steht Kollagen, Hyaluron plus Q10. Das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Dosierung. Wenn ich gucke hier, diese Coenzym Q, das ist nur 5 Milligramm. Das ist echt, das ist nichts. Ich wollte schnell für euch vergleichen, damit Sie verstehen, über was ich rede. Also Elastan, Enthaltsstoffe. Kollagen, Peptide, 2,5 Gramm enthält Trinkkapsel. Hier beim Doppelherz Kollagen, Kollagen hier 700 Milligramm enthält eine Kapsel. Versteht ihr, wir bezahlen weniger dafür, aber dann bekommen wir natürlich viel weniger Produkt. Und ja, Doppelherz, ich denke, kann man auch in Apotheke kaufen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht das richtige Mittel. Ihr könnt das auch sehen. Ich habe Doppelherz beim Apotheke gesehen. Aber es ist trotzdem, ja, wenn es günstig, dann kriegt ihr viel weniger. Wenn ihr auch guckt, Vitamin C, hier guckt ihr ganz unten, 40 Milligramm. Was haben wir hier? Vitamin C, 80 Milligramm. Das ist einfach nur Gedanke beruhigen, dass ihr wenigstens etwas nimmt. Und ich denke, dass aus diesem Grund, ich habe mir einfach nur das gekauft. Das ist einfach nur, ich habe etwas genommen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich habe davon überhaupt etwas gemerkt. Ja? Ich habe mir schon neue Kollagen gekauft. Das ist ein Produkt aus Japan. Das ist wirklich ein Bombeprodukt. Zu diesem Produkt, ich wollte extra Video machen. So, das war's, was ich wollte euch sagen. Ich muss jetzt laufen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder schönen Abend. Ja, bis nächstes Mal. Eure Nathalie. Dankeschön, dass ihr dabei war.